Dank. Als nächstes darf ich der Abgeordneten Frau Scheuch-Paschkewitz das Wort geben für die Fraktion Die Linke. Oh. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Schutz der Streuobstwiesen, da kann ja wohl niemand dagegen sein. Lokal für den Naturschutz und als Naherholungsflächen. Für die lokale Apfelweinproduktion sind sie essentiell. Mit Kindheitserinnerungen verbunden, danke, erfreuen die Streuobstwiesen die Herzen vieler Hessinnen und Hessen sowie den traditionsbewussten Fans des Stöffchens. Für den Arten- und Biotopschutz sowie für den Klimaschutz sind sie aber annähernd bedeutungslos, wenn man den Pestizideinsatz auf dem 10-mal so großen Acker direkt neben der Streuobstwiese nicht in den Griff bekommt. Auch 50.000 Euro Lottomittel für bienenfreundliche Projekte, die Überreichung des Bundesverdienstkreuzes an Günter Hagemeister, der Tierschutzpreis, der Verdienstorden am Bande für Marianne Knöß, alles Pressemeldungen aus dem Umweltministerium der letzten Wochen. Alles verdient, das ist auch alles richtig. Streuobstwiesen, Blühstreifen und Orden kommen bei der interessierten Öffentlichkeit so gut an wie Tierbilder auf Facebook. Nur, dass sie kaum einen Beitrag zur Lösung der unmittelbaren anstehenden Probleme leisten. Die heißen Klimawandel, Klimaanpassung, zum Beispiel der Wasserversorgung, der Landwirtschaft und unserer Städte, Wasserknappheit, Ernährungssicherheit, Artensterben, und zwar flächenhaft, Flussversalzung, Flächenverbrauch, Abbau guter Böden, Waldsterben 3.0 und so weiter und so weiter. Es kann eine Strategie sein, die Menschen nicht ständig mit den schweren und grundlegenden Problemen unserer Zivilisation zu konfrontieren und eine mediale Wohlfühl-Umweltpolitik zu betreiben. Die hessische Streuobstwiesenstrategie sozusagen als Strategie der Zerstreuung mit Obst. Das kann man machen, wenn man für die größeren Probleme Lösungswege hat. Sehr lange. Das kann man machen, wenn man für die größeren Probleme Lösungswege hat, diese politisch sowie administrativ umsetzt. Das hat die Landesregierung aber nicht. Die Zahlen, Statistiken und Indikatoren lassen keine Erfolge der Landesregierung erkennen. Der Ausstoß der Treibhausgase ist in Hessen viel zu hoch. Der integrierte Klimaschutzplan 2025 ist eine nahezu folgenlose Ansammlung von über 200 Einzelmaßnahmen. Die Umsetzung der hessischen Biodiversitätsstrategie ist gescheitert. Da können auch einzelne Erfolgsmeldungen nicht darüber hinwegtäuschen. Und da kann Frau Ministerin noch so viele Feldhamster ganz persönlich auswildern. Das Sterben von Arten und die Vernichtung von Lebensräumen geht großflächig weiter. Die Landesregierung bekommt den Verlust von Flächen des Offenlandes, Wiesenäcker und Weiden, nicht gestoppt. Das Nachhaltigkeitsziel, die Flächenneuinanspruchnahme bis 2020 auf 2,5 Hektar täglich zu reduzieren, hat sie aufgegeben. Ob Gewässerschutz, die Erreichung guter ökologischer Zustände unserer Flüsse, die Versalzung der Werra, die Nitratbelastung des Grundwassers, die vierte Reinigungsstufe der Klärwerke und. Da wundert es nicht, dass die Fraktion der Grünen Streuobstwiesen und nicht
den Fortschritt der hessischen Klimapolitik, den Stand der Arbeiten am neuen Klimaschutzplan oder dem auf Druck von Linken und SPD angekündigten Klimaschutzgesetz zum Thema machen. Wer weiterhin Autobahnneu- und Ausbauten durchsetzt, Blühstreifen anlegt und Hamster freisetzt, die eigene Biodiversitätsstrategie und Agrarwende nicht umsetzt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn Menschen aus Protest gegen diese miserablen zu Umwelt- und Klimapolitik Bäume besetzen, sich von Brücken abseilen oder auf Straßen festkleben. Sowas kommt von sowas. Ich habe lange genug jetzt deutlich gemacht, wie bescheiden ich die Themensetzung der Grünen finde. Lassen Sie uns über Streuobstwiesen sprechen. Definitionsgemäß gehören auch Streuobstwiesen mit alten Hochstammsorten zu den Agroforstsystemen. Anders aber als die Agroforstsysteme, die wir als Hoffnungsträger für eine Form der klimastabilen Landwirtschaft fördern wollen, werden die traditionellen Streuobstwiesen mit Hochstammsorten eher Opfer des Klimawandels sein. Den Obstbäumen wird es durch den Klimawandel viel zu warm. Sie haben große Probleme, lange Trockenperioden im Sommer zu überstehen und neigen, so wie die Buche, zum Sonnenbrand. Vor allem Apfelbäume erkranken am schwarzen Rindenbrand und werden vom Borkenkäfer befallen. Weil die Obstbäume durch die milden Winter früher blühen, fallen die Blüten immer häufiger Spätfrösten zum Opfer. Keine Äpfel, kein Äppler. Also, liebe Freundinnen und Freunde des Apfelweins, wenn ihr bis jetzt keinen Grund gesehen habt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur unter 2 Grad zu halten, jetzt habt ihr einen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, Streuobstwiesen in Hessen sind ein Hotspot der Biodiversität, Lebensraum für bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten und deshalb zu Recht besonders geschützte Naturräume. Ich glaube, das haben Sie etwas übersehen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die irgendwie das so abgetan haben, als sei eine Streuobstwiesenstrategie irgendwas für Sonntagsreden. Streuobstwiesen sind darüber hinaus hessisches Kulturgut. Die hessische Apfelweinkultur, die gerade in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, fußt auf dem Bestand hessischer Streuobstwiesen. Also mit der hessischen Streuobstwiesenstrategie, die wir auflegen, stärken wir den Artenschutz, die biologische Vielfalt, unsere Lebensgrundlagen und damit auch unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Und in kaum einem anderen Lebensraum können wir den Zusammenhang von Mensch und Natur so hautnah erleben. Wir erleben die blütenreichen Obstbäume, sehen die Hummeln und die Bienen bei ihrer Bestäubungsarbeit. Und ohne sie werden weder Äpfel noch Kirschen noch Birnen wird es geben. Und ohne diese Bestäuber werden wir auch andere Gemüsesorten und Obstsorten nicht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alles stärken, was die Biodiversität hergibt, damit wir diese Bestäubungsarbeit auch weiter haben werden. Aber Streuobstwiesen bieten ja noch viel mehr, nämlich Baumhöhlen zum Nisten, im Frühjahr Blütenvielfalt sowie Fallobst im Herbst und Winter. Von Bienen über Fledermäuse bis zum Steinkauz sind hier die unterschiedlichsten Insekten, Tier- und Pflanzenarten vertreten.
Und ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass diese Streuobstwiesen sehr oft inzwischen überaltert sind, gar nicht mehr gut gepflegt werden oder aufgegeben werden. Und wenn das so bleibt, werden diese Bestände immer weniger. Und das können wir uns nicht leisten. Wir wollen es uns nicht leisten, und wir können es uns nicht leisten. Und unsere Strategie bündelt deshalb vielfältige Maßnahmen, die Streuobstwiesen zu schützen und damit auch neue angelegt werden. Und Herr Kollege Grumbach, es tut mir ja wirklich leid, dass Sie nicht mitregieren. Es tut mir echt leid für Sie. Aber wissen Sie, das immer so abzutun, wenn es eine Strategie der Landesregierung gibt, nach dem Motto, Sie hätten sowieso schon alles viel besser gewusst, dann frage ich mich, warum Sie noch nie einen Setzpunkt zu einer Streuobstwiesenstrategie hier eingebracht haben und einen Antrag dazu. Und ich frage mich, warum die SPD jahrelang gegen FSC-Zertifizierung im Wald war, obwohl der Wald damit eindeutig biodiverser wird. Und ich frage mich, warum Sie erst das Wasserthema hier zum Thema gemacht haben, nachdem unser Zukunftsplan Wasser schon in der Überarbeitung war. Also, vielleicht sind wir doch etwas schneller, als Sie hier immer so vermuten. Meine Damen und Herren, wir werden jedenfalls zusätzlich rund 1 Million € jährlich für diese Strategie zur Verfügung stellen. Und Kern unserer Strategie wird das neue landesweit agierende Streuobstwiesenzentrum sein, als Anlauf- und Vernetzungsstelle. Dort wird die fachliche Beratung, davon wird die fachliche Beratung ausgehen, die Vermittlung von Fördermöglichkeiten gebündelt. Und was die FDP hier vorgetragen hat, zeigt doch, in welchem parteipolitischen Chaos sie eigentlich denken. Es geht nicht um Parteipolitik, sondern es geht darum, dass es ein landesweit agierendes Streuobstwiesenzentrum gibt. Übrigens ist Ihnen vielleicht entgangen, dass die Umweltdezernentin in Frankfurt auch eine Grüne ist. Das passt irgendwie jetzt nicht in das Bild, was Sie gezeichnet haben. Die FDP regiert im Main-Taunus-Kreis mit. Derjenige, der das Zentrum mitgegründet hat im Main-Taunus-Kreis, gehörte der SPD an. Also, was soll dieses dumme Zeug eigentlich, meine Damen und Herren? Es geht um Fachlichkeit, und es geht darum, dass ein landesweit agierendes Zentrum bereit ist, einen Antrag zu stellen, mit uns gemeinsam zu klären, was die Aufgabe sein soll, und bereit sein muss, auch hinterher Nachweise für die Arbeit zu bringen und für die Zuwendungen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, die FDP ist die Partei, die immer besonders darauf guckt, dass die Steuermittel auch entsprechend ausgegeben werden. Also, wir wollen erstens erhalten, das Programm für die Hotspot-Streuobstwiesen bedeutet, Gebiete von landesweiter Bedeutung weiterentwickeln, z.B. die Streuobst-Trockenwiesen bei Nauheim und Königstetten. Ockerstädter Kirchberg ist auch so ein Hotspot, oder aber auch der Streuobstwiesengürtel im Main-Taunus-Kreis. Dort sollen auch seltene und gefährdete Arten geschützt und gefördert werden, indem Totholz liegen gelassen wird, Nistkästen angebracht werden, die Wiesen in Abschnitten gemäht, die Artenhilfskonzepte des Landes umgesetzt werden. Und dafür muss es eine Förderung geben, und das ist der zweite Strang. Anlage und Pflege bis zur Vermarktung ist hier auch wichtig. Denn die regionalen Akteure sollen künftig untereinander besser vernetzt werden, um auch die Vermarktung über regionale Aktionen wie die Verkostung
von sortenreichen Obstsäften und Apfelweinen erfolgreicher zu machen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger über die Vorzüge von Obst aus heimischen Streuobstwiesen informieren. Auch das ist wichtig, damit sie auf diese Sorten zugreifen, weil wer kennt eigentlich noch alte Sorten? Es gibt 60 bis 80 regionale und lokale Apfelsorten, wie den Heuchelheimer Schneeapfel, den Dorheimer Streifling oder den Ruhm von Kelsterbach. Der Name ist so toll, da will man doch gleich in den Apfel reinbeißen, meine Damen und Herren. Wir werden sauer macht lustig. Wir wollen beraten. Auch das ein wichtiger Strang. Damit Streuobstwiesen, Streuobstweiden und Äcker zu artenreichen Lebensräumen werden, ist Fachkunde gefragt. Im Auftrag der Vogelschutzwarte des Zentrums für Artenvielfalt sind schon landesweit entsprechende Beraterinnen und Berater unterwegs. Es sollen aber jetzt noch stärker sowohl Behörden als auch Vereine, Verbände und Privatpersonen entsprechend beraten werden. Und die freuen sich darauf. Die freuen sich darauf, weil es wird ein dezentral arbeitendes Zentrum sein. Nicht eins, was irgendwo sitzt und wartet, dass Leute kommen, sondern sie werden die Arbeit dezentral organisieren, dass wir überall im Land nicht nur die Streuobstwiesen schützen, sondern auch neue Streuobstwiesen generieren. Auch die Biodiversitätsberatung beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen und der Hessischen Gartenakademie wird mit eingebunden. Und natürlich die bislang agierenden 16 Landschaftspflegeverbände in den Landkreisen, die eine Schnittstelle bilden zwischen Kommunen, Naturschutz und den Landnutzern, das heißt den Bauernverbänden. Das ist ganz besonders wichtig, weil dort auch viel Arbeit in hauptamtliche Arbeit in den Streuobstwiesen gemacht wird, und die Ehrenamtliche natürlich auch. Und ohne das Ehrenamt wären wir gar nicht mehr so weit, wie wir jetzt sind. Und auch dieses muss weiter gefördert werden. Ich bin sicher, dass wir weitere Landschaftspflegeverbände in Hessen in diesem Jahr noch sehen werden und bis Ende der Wahlperiode hoffentlich in allen Landkreisen einen haben. Und dann kann auch die Streuobstwiesenstrategie noch weiter fortgeführt und intensiviert werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir mit unserer Streuobstwiesenstrategie auf dem richtigen Weg sind, die biologische Vielfalt in Hessen weiter zu stärken, damit wir Lebensgrundlagen und eine Zukunft in Hessen für alle Arten und den Menschen haben. Herzlichen Dank. Für eine zweite Runde hat sich nun Herr Dr. Naas von den Freien Demokraten noch einmal gemeldet. Sie haben eine Redezeit von 5 Minuten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will eigentlich jetzt nicht das Loblied auf die Streuobstwiese das 5. Mal wiederholen oder das 6. Mal. Ich kann an dieser Stelle zu Protokoll geben, auch ich besitze eine Streuobstwiese. Insofern kürzt das das vielleicht ab. Aber ich will doch noch einmal etwas zu dem politischen Teil, Frau Ministerin, zu dem politischen Teil dieses Setzpunktes der GRÜNEN sagen. Und der politische Teil ist natürlich nicht das Lob und das Loblied auf die Streuobstwiese, sondern der politische Teil ist die Frage, warum brauchen wir diese Doppelstruktur? Und Frau Ministerin, da hätte ich von Ihnen ein bisschen mehr erwartet als die 2 Sätze zu Formalitäten hier, die von Seiten von Bad Soden bzw. aus dem Main-Taunus-Kreis hier hervorgebracht wurden von Ihnen, um dieses Konstrukt irgendwie zu rechtfertigen. Machen wir uns mal nichts vor, die Streuobstwiese haben Sie doch nicht erfunden, die gibt es schon länger. Und das ist es hörte sich so ein bisschen so an, als hätten Sie sie erfunden. Und es geht auch nicht darum, dass
es geht auch nicht darum, dass die GRÜNEN da hier einen Setzpunkt natürlich auch wieder ihre Bilder bedienen wollen, sondern es geht darum, dass es hier um Steuergeldverschwendung geht, und zwar in nicht unbeträchtlicher Höhe. Die Kollegin Knell hat es gesagt. Es gibt diese Struktur schon. Es gibt sie im Rhein-Main-Gebiet. Es gibt sie auf dem Lorberg. Nur das Problem, und das ist ja ein offenes Geheimnis, ist, es sind nicht anscheinend Ihre politischen Strukturen, weil der Chef vom Lorberg ist eben ein Sozialdemokrat und der zuständige Dezernent im Regionalverband ist eben auch ein Sozialdemokrat. Und ich weiß ja, dass Sie sich darüber geärgert haben, dass der Apfelbote vom Kollegen Kötter gemacht wird und nicht von Ihnen im Haus. Das weiß man ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich finde, es ist gut, dass es beim Regionalverband angesiedelt ist. Und ich bin ja in diesen Gremien und ich kann Ihnen sagen, wie die Kollegen von den GRÜNEN, als das Thema in der Verbandsversammlung aufgerufen wurde letzte Woche, wie sie betreten nach unten geguckt haben, weil sie nämlich genau wussten, dass sie im Recht sind mit diesem Einwurf, dass hier eine Doppelstruktur geschaffen wird, nämlich eine Doppelstruktur, die durch nichts begründet ist. Ich kann Ihnen das sagen. Es gab 2017 im Regionalverband einen Antrag, sich den Streuobstwiesen, und zwar landesweit, auch zuzuwenden, mit der Offenheit für alle Regionen in Hessen. Wir haben 2018 90 Vertreter im Regionalverband gehabt, die sich getroffen haben, Kommunen, ihre Landschaftspflegeverbände, auch die Pomologen, und die einen ersten Streuobstwiesentag abgehalten haben. Wir brauchen an dieser Stelle das Land nicht. Sie hätten sich mit Ihren Initiativen sehr gut an diese Initiative halten können, hätten sich dort andocken können. Das hätten wir alles nicht gebraucht. Aber Sie schaffen eine Doppelstruktur. Frau Ministerin, das ist eine Fehlentscheidung, die Ihnen noch auf die Füße fallen wird. Sie haben den Menschen und den Schützern der Streuobstwiese hier einen Bärendienst erwiesen. Ich hätte ja noch Verständnis gehabt, wenn es in Mittelhessen gewesen wäre oder in Nordhessen. Nee, Sie haben es in Bad Soden angesiedelt, keine 20 Kilometer von Seckbach entfernt. Nennen Sie mir einen Grund, warum das der Fall ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen nun keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich gehe davon aus, dass der Antrag in den ULA weitergeschoben wird. Das findet die Zustimmung. Dann machen wir das so. Und bevor wir jetzt in der Tagesordnung weiter voranschreiten, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der Gesetzentwurf der Freien Demokraten, das ist die Drucksache 20-8772, Top 18, das dritte Gesetz zur Änderung des hessischen Hinterlegungsgesetzes, zurückgezogen wird.